Hallo liebe Spirituosenfreunde und herzlich willkommen bei whisky-und-mehr.com, eurem Online-Shop des Spirituosenhauses Omlo. Ich bin der Spirituosenhimmels und heute habe ich für euch dabei den Bundaberg Original Rum. Ich halte mal einmal kurz in die Kamera. Ja, wie der Name schon verrät, kommt er aus Bundaberg in Australien. Und ja, ich kenne ihn schon relativ lange, weil ich habe mal in Bundaberg für 6 Monate gewohnt, als ich ein Backpacker in Australien war. Das ist jetzt allerdings auch schon 15 Jahre her. Also Bundaberg, das liegt so circa 400 Kilometer südlich von Brisbane in Queensland. Und ja, in Brisbane habe ich auch mal gewohnt, dann für weitere 3 Jahre. Also ich kenne den Bundy Rum, so nennen ihn den Australier. Also da heißt Bundaberg, wird immer abgekürzt zu Bundy. Ja, sehr populär in Australien. Also als ich meine Recherche für das Video gemacht habe, da habe ich gesehen, dass Bundaberg Rum so circa 75% des australischen Rummarktes ausmacht. Neben dem Original Bundaberg Rum haben sie mittlerweile auch noch 20 andere Spirituosen, die sie anbieten. Und deren Top-Spirituosen, also deren Top-Rum, hat auch in den letzten Jahren richtig viele Preise abgeräumt. Ja, der Bundaberg Original, den mixt man normalerweise mit Cola. Also, da gibt es in Australien auch schon vorgemixt. Bundy and Coke, ja. Der Bundy Rum und die Cola. Ja, wenn man hier mal auf die Flasche guckt, die ihr schon gesehen habt, da könnt ihr mal drauf gucken, da ist dann vorne so ein Eisbär drauf. Und zwar, glaube ich, seit den 80ern haben die das Maskottchen einen Eisbären. Zwar ist das so ein bisschen so ein Gag, dass angeblich der Bundaberg Rum selbst in der tiefsten Kälte dich aufwärmt. Ja? Und da haben wir natürlich dann einen Polarbär in Australien genommen. Ja? Dann habe ich auch sofort gesehen, als ich meine Recherchen gemacht habe, und das ist mir auch noch im Gedächtnis geblieben, als ich in Australien gewohnt habe. Die hatten immer ganz lustige Werbung. Also wenn ihr mal Zeit habt, könnt ihr euch die auf YouTube mal anschauen. Ja, dann schauen wir uns mal die Flasche an. Also Underproof Rum, 37% Alkohol, made from 100% Queensland Sugarcane, then matured to perfection for a smooth and mellow flavor. Ja, Queensland ist auch der Nummer 1 Sugarcane Producer in Australien. Also die haben da doch richtig große Farms, industrielle Farms, die da den Sugarcane herstellen. Ja, gegründet wurde in 1888. Also der wurde dann auch gegründet eigentlich von Sugarcane-Farmern, und die sich dann gedacht haben, ja, wir machen daraus einfach einen Rum. Okay, ja, und ich kenne ihn auch schon lange und ich habe sogar mal die Destillerie besucht vor 15 Jahren. Allerdings war ich dann noch ein Backpacker, da war ich noch nicht so in Spirituosen und in Rum-Tasting drin. Aber ich kann mich noch erinnern, dass es doch relativ interessant war. Und jetzt würde ich sagen, Smooth and Mellow Flavor. Den habe ich nicht so im Gedächtnis, also ich hatte den als relativ hart im Gedächtnis, ja. Weil normalerweise wird er zum Mixen genommen mit Cola, ja. Schauen wir mal hinten auf die Flasche, was steht da denn noch drauf? Launch of a Liquid Legend, also 1988, der Start einer Spirituosenlegende. Ja, also wie gesagt, in Australien sehr populär, in Deutschland ja, weiß ich jetzt gar nicht, ich glaube aber schon. Ich weiß jetzt nicht genau, ob ich den schon kannte, bevor ich nach Australien gegangen bin. Entfällt mir jetzt. Aber okay. Da würde ich mal sagen. Achso, ja, gereicht hat er dann für 2 Jahre. Na, es ist australisches Gesetz. Also Rum, der muss mindestens 2 Jahre im Fass reifen. Okay, ja, wie gesagt, ich hatte ihn halt schon mal vorher. Das ist ja schon 15 Jahre her. Und da habe ich mir gedacht, theoretische Teil ist jetzt zu Ende, dann kommen wir doch mal zu meinem Lieblingspart und dann werden wir ihn noch mal gleich probieren. Okay, jetzt habe ich ein bisschen viel reingemacht. Okay. Ja, schauen wir uns einmal kurz die Farbe an. Ja, so ein goldliches Kupfer würde ich sagen, ja. Ja, der riecht so ein bisschen, so habe ich den auch noch in Erinnerung. Also der Alkoholgehalt sticht sofort in die Nase. Da brauche ich gar nicht mehr rangehen. Also der kommt schon. Ja, dann habe ich so ein bisschen
Ein bisschen Oak kann ich da riechen. Sweet, ein bisschen Molasse. Der riecht schon relativ stark. Ein bisschen eigentlich, ist ja ungewöhnlich für Rum, aber dann würde ich sagen, probieren wir doch mal. Ja, oh, so stark hatte ich den jetzt dann doch nicht in Erinnerung. Oh, also, sobald man den im Mund hat, kriegt man erstmal einen Schlag ins Gesicht von dem Alkoholgehalt. Also, ich kann gar nicht glauben, dass der nur 37% hat. Ich hatte schon in Erinnerung, dass der stark war, aber dass man da so, da habe ich jetzt nicht mit gerechnet, habe einen relativ großen Schluck genommen. Ja, also der Alkohol ist schon überwältigend. Wobei ich muss sagen, jetzt hat man doch so ein bisschen hölzernen Abgang noch. Es ist schwer da am Anfang den Geschmack rauszubekommen, weil das der Alkohol so übertönend ist. Ein bisschen habe ich jetzt hinten drin so gewürzliche Süße. Aber ich glaube, ich habe mir das eigentlich hier für die Rum und Coke mitgemacht. Aber ich glaube, was ich mal mache, ist, ich mache mal ein bisschen Eis rein. Und dann kann ich vielleicht besser rausschmecken. Weil, wo ich den jetzt getrunken habe, das ist schon, man hat da sofort. Ist eigentlich mehr, schon gleich mehr wie ein Peated Whisky, würde ich sagen. Ist nicht wirklich. Also schmeckt jetzt nicht wirklich wie ein Rum, da kann ich nicht sagen, dass ich so einen schon mal hatte. Ja, also wo ich gerade gesagt habe, wenn sie natürlich sagen Smooth and Mellow Flavor, also weich und sanfter Geschmack, vielleicht für Australier, ja, aber der ist schon eher hart. Ne? Okay, oh, ich warte noch ein bisschen, bis er verdünnt ist, damit ich mal schauen kann, ob ich da nicht was rausschmecken kann. Also wie gesagt, okay, dann probiere ich jetzt noch mal einen Schluck. Ja, bisschen besser. Also jetzt hat man schon ein bisschen holzigen Geschmack. Spices. Ja, einen. Aber jetzt ein hölziger Abgang, ja? Also liegt immer noch schwer und sogar jetzt gekühlt, also der Alkohol ist immer noch ein Schlag, den kriegt man sofort ab, ne? Aber hatte ich mich nochmal dran, ne? Ja, also aber wie ich gerade schon mal erwähnt habe, das ist eigentlich von Bundaberg Rum nur der ja, einer der günstigeren Rums, der dann eigentlich oft zum Cocktail oder zum Mixen gebraucht wird. Also die haben auch richtig gute Rums, die dann ein bisschen teurer sind, ja, ein bisschen hochwertiger. Die haben auch in den letzten Jahren viele Preise abgeräumt. Also was kann ich jetzt sagen? Mein Fall pur ist er nicht, ja. Aber solltet ihr eine Flasche mal in die Hände bekommen, probiert ihn einfach mal aus, ja. Weil für einen Rum ist der schon, der hat so einen richtigen Schlag ab. Schmeckt eher wie einen Peated Whisky, also wenn ihr Whisky-Liebhaber oder eher Whisky-Trinker seid, dann könnte ich euch vielleicht empfehlen, den mal ausprobieren, ja? Okay, aber normalerweise trinkt man den ja auch eigentlich dann mit Cola oder gemixt mit in anderen Cocktails, ja? Ich kann mich noch daran erinnern, das hatten die damals in Australien, als ich da noch gewohnt habe, das hatten die schon in vorgemixten Dosen gehabt. Also Bundy Rum & Co. konnte man da schon so kaufen. Ja, dann würde ich sagen, probiere ich es doch einfach mal. Ja, mache ich mal ein bisschen Eis rein. Okay. Dann ein bisschen Bundy Rum.
Ich kann leider keinen australischen Akzent mehr machen. Okay, ja. Ah, ich will jetzt noch nicht zu viel reinmachen. Okay, weil ich denke mal, der wird für den Rum schon einen relativ überlagernden Geschmack haben. Okay, so. Dann machen wir schön ein bisschen Cola rein. Okay. Dann rühre ich das einmal alles kurz um. Okay. Ja, dann würde ich sagen, den Bundy Coke, Bundy Cola. Ja, da ist er jetzt natürlich angenehmer. Also da kann man schon sehen, warum die so viel Market Share in Australien haben. Ich nehme nochmal einen Schluck, weil Rum und Coke, da geht natürlich dann der distinkte und auch relativ harte Rumgeschmack schön mit ein. Also muss ich sagen, das ist echt richtig gut. Ich nehme nochmal ein Schlückchen. Ja, jetzt hat man einen schönen würzigen Rum-Cola hier. Also das ist doch auf jeden Fall angenehm. Also ich kann mir schon vorstellen, den werde ich dann in den nächsten Tagen nochmal ausprobieren mit ein paar anderen Cocktails. Ich glaube, der Dark Stormy, das habe ich auf der Webseite gesehen, der ist ganz, der soll ganz gut sein mit dem Bundy Rum, ja. Ja, dann, wo ist denn ein abschließendes Urteil? Okay, leider habe ich gerade gemerkt, dass der letzte Teil des Videos nicht mehr draufgekommen ist. Die Kamera hat irgendwie aufgehört aufzunehmen. Also dann sage ich nochmal schnell mein Urteil, was dann gefehlt hat. Ob ich ihn jetzt pur trinken würde, pur empfehlen würde, wahrscheinlich nicht. Ja? Allerdings, wenn ihr nochmal eine Flasche bekommen, in die Hände bekommen solltet, würde ich sagen, probiert ihn auf jeden Fall aus. Und weil es doch ein relativ einzigartiger Geschmack ist für den Rum, ja. Und dann kann ich es auch nicht abwarten, mal andere von Bundaberg Rum von deren Sortiment auszuprobieren, weil die haben ja dann schon auch hochwertige Rums, die auch viele Preise gewonnen haben. Also da schaue ich mich mal um. Und der Bundaberg, deren günstige Option, hat schon einen sehr distinkten, also einen sehr einzigartigen Geschmack. Da kann ich nicht warten, mal deren Hochwertigen auszuprobieren. Okay, also wie gesagt, wenn ihr gerne Cocktails mögt, dann würde ich sagen, auf jeden Fall eine Flasche wert, sich die zu kaufen und dann ab und zu mal einen zu mixen. Und dann probiert ihn einfach mal pur und ja, mal schauen, was ihr davon haltet. In diesem Sinne wünsche ich noch einen schönen Tag und macht's gut.